von Mobilwetter. Der Admiral K5.1, ein Van. Und wir schauen mal, was er kostet, was er alles so dabei hat. Und der Admiral 5.1, 77.530 mit dieser Ausstattung, wie er hier steht. Wie findest du ihn? Super finde ich ihn. Ja? Gefällt mir am besten von allen. Gefällt dir bis jetzt am besten? Ja, wow. Gefällt mir am besten. Ja. Sehr, sehr schick. Toll auch wieder hier, man kann die Tischplatte umklappen. Wenn man weniger Platz braucht, man kann hier eine weitere Tischplatte rausziehen. Wenn man wieder mehr Platz braucht, man hat da hinten noch ein kleines Staufach und die Sitze lassen sich natürlich drehen. Eingebautes Navi hier, scheint nur 7 Zoll zu sein. Herdplatten, zweimal ja, Gasplatten, Spülbecken ist. Ich nehme an, dass das hier unter ist. Hier unten drunter, wahrscheinlich hier hochklappen oder. Wahrscheinlich kann man das hier hochklappen. Hier muss es irgendwie arretiert sein. Ah, so vielleicht? Oder so? Ah, ja. Oh ja, und dann einen ausziehbaren Schrank. Auch für vier Flaschen, wie einen Apothekerschrank gemacht. Ja. Ganz toll. Und hier muss. Und mit Verschluss. Hier drunter muss das Spülbecken sein. Spülbecken sein, ja. Ja, wahrscheinlich. Ne? Wobei ich mir gar nicht so richtig vorstellen kann, dass es hier drunter ist. Weil, ah doch, doch, hier sieht man es. Hier sieht man es. Also es muss ja, ja, hier ist das Spülbecken drunter. Hier muss es klappbar sein oder ausziehbar. Ich vermute mal, du musst die Sicherung wegmachen und dann. Kann man das ziehen? Ah, und dann kannst du es rausziehen. Noch viel besser. Sehr praktisch, ja. Und man hat gleichzeitig noch ein Brett. Hier ist die Ablage, hier ist das Spülbecken. Toll gemacht, ja. Ja, man hat eine Ablage, man kann die Küche vergrößern. Und man hat noch mal ein Brettchen. Ein Brettchen, was hier ja sogar reinpasst. So, hier oben haben wir die Elektrik. Wir haben ein recht großes Bugfenster hier oben noch drauf, was natürlich auch verschließbar ist. Jetzt ist nur die Frage, ist hier oben auch. Ist das nur. Achso, man kann es nicht öffnen, ja klar. Wir haben hier oben ein Heki drin. Schubladen. Mit versenkten Knöpfen. Versenkbare Knöpfe, ja. Zwei große, nee, drei Schubladen mit Softclose. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Mach mal da oben auf, die obere Klappe hier. Mach mal ein bisschen Licht, damit es ein bisschen heller wird. Auch sehr geräumig. Ja, hier ist auch noch Platz drin. Und hier unten auch nochmal. Hier unten hat man auch noch eine Ablage. Licht. Die ist aber nicht mit in der Klappe, oder? Ist die mit in, doch, die ist in der Klappe mit drin. Okay. Passend. Ja, ja, ist gut. Mach mal zu. Ja, genau, dass beide Fächer im Schrank versenkt sind. Hier nochmal eine Ablage. LED-Lichter, ja. Das toll. Kann der Kühlschrank sein. Ah, aber ich sehe gerade die. Hier ist der Kühlschrank. Oh, ja. Riesig mit Gefrierfach. Ja, ich kann jetzt nicht sehen, weil du dort stehst, aber kannst du nach hinten gehen? Ja, genau. Ah, ja. Ja, mit Gefrierfach, ein Riesenkühlschrank. Für uns eigentlich schon. Eigentlich zu groß, aber gut, man bekommt natürlich was rein. Wo ich ein kleiner Nachteil sehe, ist jetzt hier, man hat einen Griff. Gut, aber die Tür ist hochwertig hier. Man hat einen Griff für das Bad, sodass man die komplette Tür dann im Weg stehen hat. Man hat die Toilette und man hat, ja, man hat einen Duschvorhang. Also das Bad überzeugt mich jetzt noch nicht so ganz. Man hat ein kleines Außenfenster, man hat verschiedene Fächer, ein Waschbecken, man hat die Toilette und man hat Ablagen. Aber ist mit Duschvorhang drin, ne? So, ist mit Duschvorhang? Ja, mit Duschvorhang und du musst natürlich die Tür aufstellen. Du hast keine Schiebetür drin. Mit Duschvorhang finde ich ja nicht gut. Ja, hat auch ja kein Fenster nach unten. Nee, aber hat ein Heki oben drin oder hinten habe ich ein Fenster gesehen. Hier ist ein Fenster, hinten ja. Ist ein Fenster drin, ne? Ja. Genau. Und jetzt schauen wir mal von unten noch mal rein in den Schlafbereich beziehungsweise in die Garage. Ja, ist natürlich komplett hochklappbar. Man hat eine riesen Garage. Rechts wird das Wasser sein, links ist die Elektrik und das Gas drin. Man hat hier unten auf dem Boden Verzurösen. Ja, also vom Platz her. Man hat diese Federmatratzen, Mobilwetter oben, Schränke, ja hinten auch zum Zuziehen. Man hat die Fliegengitter
also für die gegen die Mücken. Und man hat links und rechts ein Seitenfenster. Also man hat komplett ringsrum Fenster. Ein witziges Feature, was wir jetzt gerade noch erklärt bekommen haben, man kann den Tisch hier komplett rausnehmen, aushaken. Die Schiene kann man nachkaufen und kann den hier unten wieder einhängen. Das heißt, man hat draußen einen Tisch, was in vielen anderen Mobilen leider fehlt. Ja, das war er, der Mobilwetter. Admiral K5.1. Lasst ein Abo da, schaut euch das nächste Reisemobil an im nächsten Video.